willkommen, meine Lieblings-Bowling-Universum. Ich begrüße euch zum Blog Nummer 71. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und wie versprochen, kommt heute der Stargast, mein Bruder Rix, wieder mit zur Dreamwork Halle. Ist noch unterführig. Genau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da war es halt letztes Jahr August nicht mehr mit dabei. Dann wollte ich euch schnell zeigen, wie das Arsenal für heute aussehen wird. You for alert. Mythic Jackal. Mythic Jackal. Ich hab einen Bonbon im Mund, deswegen konnte ich nicht aussprechen. Mythic Jackal. Astrophysics. UC3 mal wieder. War letzte Woche dabei. Black Venom kriegt nochmal eine Chance. Und der Reality. Und natürlich Pitch Black im Sackball. Ja, toll. Als Tippenball. Musst du das wirklich erschleppen. Aber davor geht's erstmal nach Bad Dates in die Mochstross. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Impressionen davon. Und das Auto muss mal wieder gewaschen werden. Auch wenn es wahrscheinlich heute trotzdem regnen wird. Ich will trotzdem einmal drüber wischen. Genau, dann sehen wir uns später wieder. Spätestens dann in Bad Tölz wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir in der Marktstraße in Bad Tölz. Und hier scheint sogar die Sonne. Ganz kurz, ganz kurz. Und da ist Dumbo. Jetzt gehen wir noch schnell zum Müller, wir sind gerade beim Vielmann. Genau. Zum Autowaschen wollte ich eigentlich auch noch. Ich hoffe, es wird da nicht zu spät werden. Wir brauchen ungefähr eine gute Stunde bis zum Kubi. Denn zum Kubi wollte ich eigentlich auch noch. Ich muss dann nur erst vorher abklären, ob er da ist. Mein Friseur. Also bis gleich. Ja. Hier war ich schon länger nicht mehr. Machen wir erstmal den Schaumbooster. 30 Sekunden einwirken lassen, okay. Ui, ui. Jetzt spritzt er ab. Und weiter weggehen hier. Ein bisschen abtrocknen, aber wenn wir jetzt nach oben filmen, fahren sich der Regen an, finde ich. Ja, aber nach dem Autowaschen. Das ist aber echt, das ist jedes Mal so. Mein Gott, irgendwann muss es halt mal ordentlich waschen. Ja. Kannst nicht einfach immer nur eine Luft spucken und durchfahren. Nicht. Nein. Ja, nur ein bisschen grob, weißt du? Nur ein bisschen alles drin. So wie wir ihn kennen, immer nur schnell grob. Schnell, schnell, schnell. Genau. Da muss er sich um Haare schneiden. Ja, stimmt auch wieder. Aber nicht mehr, da muss ich ordentlich gemacht werden. So, ich bin noch beim Kubi gewesen. Man sieht es vielleicht. Ja, ein bisschen anders gestylt. Ja, muss ich dann nochmal ändern, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, genau, der Herrn Kubi Salon, wir hatten erst angerufen, ging keiner hin. Und dann hatten die einen Umbau bei den Salon, deswegen musste ich bei den Damen rein. Der wurde da bei den Damen praktisch geschnitten. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Und Pommesfreunde habe ich auch gegessen, aber die Portionen sind so klein geworden, es lohnt sich gar nicht mehr, da essen zu gehen. Nee. Naja, stimmt, geschmeckt hat schon, kann man nicht meckern, aber die Portionen sind so klein und jetzt toll. Aber die sehen so künstlich gelb aus, muss ich sagen. Das sieht komisch aus. Ja, und ich glaube, der Mumu scheißen. Also vielleicht sind wir leicht dabei, wenn er scheißen muss. Ja, aber er hat die ganze Zeit im Auto so gestunken. Boah, in Ei. Ja. Ich bin mal gespannt. Wetten Sie, du kannst mal in die Kommentare schreiben, ob er jetzt einen rausdrückt oder nicht. Jetzt ist es ein Plätzchen. Ich hoffe. Ich hoffe es. Oh, ich hoffe es. Ja. Ich dachte hier, aber. Kommt was? Ja, aus Fahrrad. Ja, das scheiß doch nicht. Scheiße. Eventuell auf dem Weg zum Auto wieder. Ja, aber der muss, ich weiß, wenn der so eklig stinkt. Ich sehe ihn richtig. Er ist es wirklich. The one, the only, the immortal. Rix. Hallo. Er ist es.
Also nicht wie damals auf die Hollywood Bowl, sondern wir fahren jetzt zu Dreamer Palace. Und er hat natürlich sein 4-Ball-Arsenal mit dabei. Also das wären Venom Shock Pearl, The Woolen, Pitch Black und den Halo Pearl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann erst wieder auf Dreamer Palace zum, zu den Trainingswürfen oder zum Dehnen natürlich. Tschüss, bis dann. Genau. Ja? Ja. Und die Musik zu einem Höchstes aufgedreht, damit man sich nicht mehr mehr denken hört. Du musst lauter reden, sodass der Sound nicht... Ja, dann mach mal. Schrei. Wieso muss ich reden? Ist doch dein Video. Ja, damit wegen Urheberrechtsbeschwerde, sonst haben wir wieder ein... Ja, das machen die eh wieder. Ja, waren 3 und 4 mal bekommen. Die Bälle von Richard sind noch nicht geplatzt, nach all den Monaten, sage ich jetzt mal. Vielleicht war im Keller immer die gleiche Temperatur. Ja. Oder keine Ahnung, wer hat einfach Glück gehabt. Wahrscheinlich. Schön macht das. Zick, so macht man das. Achso, da behalte ich ja die in der Hand, gell? Ja, aber wir löschen dann erst die Ergebnisse. Wenn wir so weit sind, wir tun erstmal. Nein, aber ich meine, jetzt willst du das erste nein, hier als nein. Probe würfeln. Ach so. Fängt Black Brandon nochmal? Ja. Ja, der war gut. Oh, gleich wieder hochnäsig sein, gell? Oi. Oh, nur einer gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erst wieder zum ersten richtigen Spiel. Bis gleich. Oder ist noch mal ein Wurf? Ja. Komm mal, pausieren, wir sehen uns dann gleich wieder. Und Action! So, wir können das erste Spiel jetzt doch nicht löschen, weil wir hätten rückwirkend, bevor wir das Spiel beendet hätten, alle fünf löschen müssen. So geht es leider nicht mehr. Genau, so sagen, ganz an auf der Bank 4 mit Black Venom. Hey. Und Bahn 3 mit UFO Alert.
Besser. Ich verstehe den, ich verstehe die Bahn heute nicht. Ich glaube, die haben heute eine kurze Rolle drauf. Gerade als du da gestanden hast und gequatscht hast, habe ich wieder angemacht. Noch geht doch. Mein Gott, das ist ja wie ein Scheiß. Ja, frage mir auch. Wieder weg.
habe ich den scheiß Zimmer fast immer. Ich muss ihn ausstriken, oder was? Ja, ja. Ja, ja, du kannst auf jeden Fall noch gewinnen. Oder gleich ziehen zumindest. Aber so nicht. Oder doch? Oder noch zwei. Ich werde der Brooklyn nochmal. Ja. Here's the master of the Brooklyn. Nur einen Kopf, komm. For a tie. Ein vor drei. Oh, ja. 158. 3 Brooklyn zum Schluss. Und Gleichstand. Gleich schlecht, aber. Genau so. Du auch Pistole gerne werfen. Machen wir erstmal eine Spielpause und dann sehen wir uns erst wieder im übernächsten Spiel. So, ein Spiel dazwischen, 3 Spiele absolviert. Das letzte hatte ich 175 und Brixton nochmal 158. Also wir haben jetzt einfach ein bisschen gebohrt mit Pitch Blacks, damit das nur ein bisschen nach vorne getragen wird. Aber ich habe immer noch keine richtige Spur gefunden, ehrlich gesagt. So, er geht auch wieder zurück auf den Whirlen. Ja, nicht dein Ernst. So früh kommt der. Ich hab gerade Strike. Mit dem Fuß, weil die Kamera an ist, du gehst so Blödsinn. Du musst ausblenden. Es ist nichts an, wir tun nur so. Ah, oh, der war verdickt gewesen. Schade, schade, schade. Versuch's nochmal. Mit Black Venom. UC3 natürlich. Jetzt hat er es raus, der Schmied hat es raus. Waren 3 eher, aber waren 4 oder nicht? Wieder links. Immerhin. Er will es schwieriger machen, also treff mal nur den hinteren. Schön. Aber jetzt beide. Danke, ich doch. UV Alert mit Versuch ihn zu loften. Wow, ich hätte auch wieder das Blitz oder so stehen bleiben können, theoretisch. Oh, war voll vorbeigeflogen. Yes. Top Teasing. Oh, oh. Ja, immerhin, okay, der Zehner noch. Ja, aber was ist das? Halo Pearl ist es. Bowling. Ja. Mich wundert es eh, obwohl die Bälle nie rein nix, der Ball macht immer noch so viel wie am ersten Berg. Ja. Sehr schön. Sehr weit. Thank you.
skinny as jeans. Schaut auch cool aus. Der nicht. Oh Mann. Oh my God. Ja. Die war es besser. Oh. Noch 2,18, weißt du? Was werden wir noch gewinnen? Nein. Und der ist nix. Aber eine Steigerung. Aber der ging doch erst gerade. Aber vielleicht ist nichts noch. Ich habe noch welche, was machen? So, vier Spiele haben wir gemacht. 713 zu 756, aber jetzt noch gar nichts. Also ich habe keine Ahnung, was ich werfen soll. Ich werfe jetzt mal auf Bar 3 Mystic Jacken. Mikrofon. Alles gut, Nigga. Können wir machen oder?
nicht gleich wieder aufdrücken. Ja, ja, ich sag dir, das ist doch der Richtige. Ja, es ist ja kein Split, es ist alles noch machbar zu räumen. Oh! Oh no! Jetzt haben wir ihn mit Lachen abgelenkt. Zurück ist im 10. Frame ein Pfeilwechsel. Strike Derby sind wir heute auch noch. Mein Rekord liegt bei 8 Strike, wahrscheinlich heute nicht knacken kann. Gut, bereit? Da wurde aufgehört, ja. Thank you.
auf der Bahnreihe Astrophysics. Wenn dann versuche ich nochmal auf der Bahn hier. Einigermaßen gerettet. Bro.
bei mir gar nicht gut läuft, habe ich trotzdem 191,6 Schnitt auf 6. Und Rips? Ja. 6, ja, 173. Aber da geht noch was. Also wir sehen uns später zur entscheidenden Phase und dann zum Strike Derby. Bis später. Derzeit haben wir 8 Spiele. Ich bin richtig schlecht, 187 Schnitt. Dafür gibt es noch eins als Goodie. Und wie lange haben wir denn noch? 40 Minuten. Also ein Spiel oder Strike Derby? 39 Minuten. Strike Fest. Erst Strike Fest. Strike Derby. Gut, ich bleib bei Black Bannon. Wer den Namen hatte. Das ist dieser weiße Schneeleopard. Ah, ja. Böse. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau, das stimmt, ja. Scheiße. Immer ist auch so hin normalerweise.
sollte klappen. Nein! Der ist nicht eingeschlagen. Das war... Conny. Wieso steht der Richard immer da wie Super Mario, der gerade mit einem Sprung meine Welle erstmal raus, sonst wird es irre finden. So, nee, doch, das ist scheiße. Was ist los? Nee, haben wir letztes Mal auch so gemacht. Was ist los? Welle von mir rauf. Jetzt gibt es Strike Derby. Das fängt natürlich gern. Aber vielleicht kann ich irgendwie was abschauen, wie man spielt. Ja, mach mal so, das ist sicher. Ja, okay, dann. Ich muss halt ein bisschen Zeit stoppen. Soll ich Pause machen? Sind Sie bereit? Dann auf die Plätze, fertig und los! 3 Minuten. Die Striker-Palooza. Das kann doch nicht wahr sein. Bremst der Black Man. Zehn haben wir für uns mit. Bist du bereit? Komm mal.
Ja. Abbrechen. Auf die Plätze, fertig, los. Immer noch ein Strike. Noch 2 Minuten. Nummer 2. Ja, ich hab schon, wollte schon zählen. 1,5 Minuten. Nummer 3. Du hast noch genug Zeit, aus 1,5 Minuten die Hälfte. Nein, bleib bei 3. Minute. Ja. Double Wood. Ah. 45 Sekunden. Sekunden. 2 Strikes gehen noch. Come on. Ah, 20 Sekunden. 4 Strikes. 10 Sekunden. 6 zu 4. Das ist super. Ich würde gerne noch mal für mich eins machen wollen. Man sieht gar nichts übrigens, gell? Ich sag, du musst da Dark Mode einstellen, dann sieht es echt besser. Was soll ich machen? Dark Mode einstellen, weil dann siehst du die Uhrzeit besser. Ich weiß nicht, wie das geht. Man geht unter Display Options. Ich würde noch mal eins für mich machen wollen. Ja, klar. Pause? Ja, ja. Moment, ich wollte noch mal kurz sagen. So, jetzt gibt es eins nochmal. Nicht gegen Rick, sondern für mich selbst, um irgendeinen Rekord zu schlagen. Also 80 mal Rekord. Ja. Was sind hier? Was macht er denn jetzt? Hier. Nur mal diese Einstellerei. Auf die Plätze, fertig, los!
aber er war schon. Die erste drei Würfel ist Sprite und dann. Ja, ja. Weißt du, kann es sein, dass man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen muss? Das ist wahrscheinlich mehr mit effektiver, ja, als so schnell. Ja. Sauerstoff zählt. Besser ist es. Prost. Ah, da würde ich sagen, war es mit dem Block 71. Wer hat keinen Glücksfall damit teilgenommen hat, hat Spaß gemacht. Ja, bis nächstes Jahr. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Dumbo, Dumbo, ihr wollt dich sehen, schau mal da. Schau mal, Dumbo, sagst du tschüss zu dem Bowling-Universum. Tschüss, tschüss, Dumbo, bis später. Bank-Update. Der Mixer an? Ich bin so beleidigt, dass die GoPro nicht schnell genug gefunden hat. 1,52. Wow. Da kommt er wieder. Aber bezahlt. Was hast du bezahlt? 27. Für wie viel? 27. Nein, für wie viel? 1,52 Euro. Nein, für wie viel? Verstehe nicht, was du meinst. Liter. Ach, Liter? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht geschaut. Weil ich habe irgendwie bei 16 Liter aufgehört und da glaube ich was das. Also wir haben jetzt gerade direkt abgesetzt, wir hatten eine super Route erwischt, also wir hatten ungefähr nur eine halbe Stunde gebraucht bis dahin. Also normalerweise stehst du im Ring immer viel länger, also da hat man echt Glück gehabt, sag ich mal. Gut, das war mit dem Bonusmaterial für diesen Block. Dann sind wir auf jeden Fall irgendwann wieder auf bei Block Nummer 72. Vielleicht dann wieder mit Tom Hartl, man weiß nicht ganz genau. So, also? Tschüss, bis dann. Endgültig.